Reguläre Homotopien in der Ebene. Eine reguläre Homotopie ist eine stetige Deformation einer regulären Kurve in eine andere, wobei bestimmte Bedingungen einzuhalten sind. Jede Zwischenkurve soll regulär sein. Das heißt, ein Punkt und sein Tangentenvektor müssen beide stetig die Kurve durchlaufen und sie müssen in ihre Anfangslagen zurückkehren. Wenn wir einem festen Punkt auf der Ausgangskurve im Laufe der Deformation in seiner Bewegung folgen, so müssen sich der Punkt und sein Tangentenvektor stetig ändern. Die Rotationszahl einer regulären Kurve gibt an, wie oft sich der Tangentenvektor dreht, wenn er gegen den Uhrzeigersinn einmal die Kurve durchläuft. Diese Kurve hat die Rotationszahl 2. Whitney und Graustein bewiesen 1937 diesen Satz, der reguläre Homotopie und Rotationszahl miteinander in Beziehung setzt. Wir wollen ihn in diesem Film zur Hälfte beweisen. Nämlich, zwei reguläre Kurven in der Ebene sind regulär homotop, wenn sie die gleiche Rotationszahl haben. Hier ein Beispiel. Diese zwei Kurven haben beide die Rotationszahl 1. Hier ist eine reguläre Homotopie zwischen ihnen. Hier eine weitere. Für diesen einfachen Fall hätte man eine reguläre Homotopie auch durch Probieren finden können, aber bei zwei komplizierteren Kurven könnte das schwieriger sein. In diesem Film wollen wir den Beweis mit Hilfe einer allgemeinen Konstruktion führen, die für beliebige Kurven mit gleicher Rotationszahl gültig ist. Zunächst können wir jeder gegebenen Kurve die gleiche genormte Länge geben. Dazu lassen wir die Kurve schrumpfen oder wir dehnen sie. Schrumpfung und Dehnung sind reguläre Homotopien. Dann drehen wir die Kurven so, dass die Tangentenvektoren zunächst nach rechts zeigen. Auch das Drehen ist eine reguläre Homotopie. Jetzt sind die Kurven normalisiert.